Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Dance District. Wie unschwer zu erkennen, sind wir in Berlin am Kurfürstendamm. Ich möchte jetzt ganz gerne einen Hero des Techno-Electro-Sounds besuchen. So sieht er aus. Und jetzt seht ihr erstmal seinen Steckbrief. Ihr habt gesehen, wir treffen Maximilian Lenz, auch bekannt als Westfalica Bambaataa oder eine Hälfte von Mr. X und Mr. Y, kurz genannt Westbam. Jetzt sehen wir erstmal ein Video von ihm. Hier ist für euch Celebration Generation. Herzlich willkommen bei Dance District. Ich sitze hier mit Max oder besser bekannt auch als Westbam. Und es ist super, super nett von dir, dass du uns hier eingeladen hast in deine Büros, in die Low Spirit Büros und auch Studios. Ja, genau. Immer im Plural, das ist wichtig. Low Spirit Büros und Studios. Genau. Das hatten wir schon sozusagen, als wir angefangen haben, da waren wir noch in einem Wohnzimmer, da haben wir Musik aufgenommen, aber da hießen wir schon Low Spirit Studios. Okay. Das war immer so ein Traum von uns, zur Hollywood-Messe. Okay. Habt ihr denn auch mehrere Studios oder nur eins? Mittlerweile haben wir tatsächlich mehrere. Okay, damals noch nicht. Damals absolut noch nicht. Aber es hat auf jeden Fall gut geklungen, direkt mehrere Sachen zu nennen. Was ich sehr schön finde, das hat ja alles so ein bisschen WG-Flair hier. Also das ist irgendwie so die Leute, die hier alle rumlaufen, irgendwie sieht aus, als wärt ihr irgendwie eine große Familie und ihr arbeitet zusammen. Ist das auch so ein bisschen Freundschaft irgendwie oder ich nenne es auch mein Mütter-Genesungswerk. Aber wieso? Nö. Ja, weil es so eine wunderbare, entspannte Atmosphäre hat. Ja, es ist echt sehr schön. Also es ist super relaxed hier und irgendwie man merkt, dass hier irgendwie auf jeden Fall viel passiert und das ist schon auch eher, ja, schon privat ist auf jeden Fall auch. Hier an dem Tisch ist eigentlich, werden Meetings? Ja, genau so. Vor allen Dingen einmal die Woche machen wir hier unser berühmtes VÖ-Meeting. Aha, okay. Um 12 Uhr mittags, bitte pünktlich sein. Wollte ich gerade fragen. Also das ist schon einmal die Woche immer um die gleiche Zeit. Und sonst auch jeden Tag irgendwie Meetings zwischendurch oder? Nee, eigentlich gar nicht so viel. Also wir machen das so, also jeder wuselt so ein bisschen rum und dann sprechen sich Leute über irgendwas ab. Also es ist jetzt nicht immer ein großes Meeting. Okay. Du bist ja nicht nur Geschäftsführer und A&R, sondern auch Artist und DJ. Und Verlagskaufmann. Das auch noch. Okay. Also ich sage es nur, weil ich mich gerne im Hotel bei Beruf trage ich gerne einen Verlagskaufmann. Aha. Das hört sich so offiziell an. Okay, seriös. Also. Genau, der Herr Verlagskaufmann ist wieder im Haus. Aber wie schaffst du das? So irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, irgendwie dich um das ganze Geschäftliche zu kümmern, noch kreativ zu sein. So, wie teilst du das irgendwie auf? Oder? Ich glaube, George Clinton hat mal gefragt, wie schaffst du das nur, mit einer Band mit 20 Leuten zusammen zu spielen? Und er sagte, du musst nur Leute finden, die zusammen spielen können. Dann spielt jeder, was er will. Also mit anderen Worten, hier läuft ja doch auch so einiges so, auch ohne dass ich jetzt direkt eingreife. Okay. Und dann muss ich am Wochenende, naja, und dann ist es schon so, dass ich 7 Tage die Woche irgendwie was mache. Also klar, du legst am Wochenende auf. Am Wochenende lege ich auf und dann bin ich eben ab Montag hier am Start. Aber ich muss jetzt hier auch nicht, ich habe jetzt nicht jeden Tag hier 8 Stunden zu tun oder so. Okay. Die meiste Zeit noch in der Woche mache ich meistens Studio. Da produziere ich manchmal noch bei den anderen Jungs ein bisschen mit und mache meine Sachen mit Klaus zusammen. Ja. Und dann hier, wie gesagt, es gibt ein paar fixe Termine, aber es ist jetzt auch nicht so stressig. Hast du ja auch ein eigenes Büro oder wo sitzt du überall mit? Genau, ich bin hier so der springende Mitarbeiter, der sozusagen von Platz zu Platz hüpft. Aha, okay. Was ist eigentlich so, also wo hängt dein Herz mehr? So eigentlich bei der Organisation von der Mayday oder bei einer Produktion? Nee, also so im Allgemeinen mache ich eben gerne Sachen, wo man sich was aus. Also ich bin so ein bisschen so der
Ausdenker. Okay. Also, und da gibt es immer mal was. Also, so mal, hier gibt es hier einen Text zusammenzuspinnen fürs Mayday Booklet oder dann muss überlegt werden, Line-Up-mäßig, bei sowas mache ich gerne. Oder dann schaut man, also so überall so ein bisschen Ideen für Layouts oder Ideen für Videos. Oder, okay, also oder schreibst Musik. Du auch mit und entscheidest irgendwie mit dem Regisseur zusammen, wie das aussehen soll? Genau, also ich habe häufig irgendwie schon so eine Grundidee und zwei, drei Videos habe ich auch tatsächlich selber Regie geführt. Welche berühmte Videos, mit die berühmtesten, die wir je gemacht haben. Beatbox Rocker zum Beispiel. Das war ein Video, wo ich als Kardinal aufgetreten bin auf dem Fahrrad. Und das ist, das fand die dann sogar, also das lief sogar in Staaten, also die fast nie europäische Dance-Videos zeigen, weil die es alle komisch finden. Und dieses komische Video, das fanden die dann cool, aus irgendwelchen Gründen. Das ist ja sehr geil. Könntest du vielleicht uns gleich mal so ein bisschen zeigen, wie so die Büros hier aussehen und die Studios uns so ein bisschen rumführen? Unbedingt. Wär's okay? Ja? Auf jeden Fall. Ja, klasse. Dann würde ich sagen, wir schauen uns das mal an und sehen uns gleich wieder im Studio. Zurück bei Dance District, jetzt im Studio mit Max und mit Klaus Jankuhn, der auch mit Westbam zusammen produziert. Was mich sehr interessieren würde, wer übernimmt eigentlich von euch so den kreativen Part? Wer ist so mehr der Frickler? Wie fangt ihr eigentlich eine Produktion an? Also Frickler sind wir, glaube ich, hoffentlich beide nicht. Okay. Das finde ich eigentlich was Negatives. Ja. Und anfangen tut die Produktion, je nachdem, mit irgendeiner Idee, die man vielleicht mitgebracht hat. Dann kommt der Max vielleicht mit einer Platte ins Studio oder mit irgendeiner anderen Idee. Und dann probieren wir diese Idee weiter auszuarbeiten, ohne dabei zu fricken. Okay, also damit meinte ich halt so die Feinheiten auch am Ende irgendwie. Wer ist dafür zuständig? Irgendwie teilt ihr euch das oder machst du das? Du bist ja auch immer sehr viel unterwegs und machst noch ganz viele andere Sachen. Na, es ist eigentlich so, dass wir so die Idee haben, dass man eben an einem Musikstück arbeitet und wenn es fertig ist, ist es fertig. Okay. Und was ziemlich ungewöhnlich ist, weil die meisten Leute so anders arbeiten. Ja, so, da heißt es so, jetzt haben wir erst was und dann wird das noch abgemischt. Aber das ist bei uns irgendwie nicht so. Klaus mischt praktisch immer so schon zwischen während der Arbeit ab, was auch Sinn macht, weil es ja tatsächlich, also sagen wir, wenn man jetzt irgendwas macht und dann das soundmäßig nochmal verändert, wird es ja auch wieder eine andere Sache. Ja, nicht unbedingt besser. Und es geht ja eigentlich darum, sozusagen während einer Produktion eine Idee von dem zu bekommen, was man am Ende haben will. Und wenn das dann da ist, muss es auch nicht mehr noch extra abgemischt oder sonst was werden, weil dann ist es halt fertig. Powert ihr dann auch so durch, also dass ihr dann schon mal hier so zwei Tage sitzt oder so und irgendwie so ein Ding durchzieht oder macht ihr Pausen und sagt, okay, wir hören uns das lieber morgen nochmal an, wie es klingt und mit irgendwie frischen Ohren, so, kann auch vorkommen. Also das Durcharbeiten über lange Zeit ist ja eigentlich meistens nur dann der Fall, wenn man müsste. Also dass man dass man sagt, okay, oh, jetzt müssen wir unbedingt dann und dann abgeben. Ja. Und meistens müssen wir das dann zum Glück doch nicht. Deswegen ist es immer besser, wenn man eben genau diesen Abstand hat. Wobei früher haben wir das eigentlich auch häufiger noch gemacht, auch wenn man nicht den Druck hatten. Da war man fanatischer irgendwie, dass man denkt, man kann da irgendwie noch was rausrocken und man muss dann bis 6 Uhr morgens was probieren oder so. Die Erfahrung hat eigentlich gezeigt, dass es nicht davon besser wird, sondern dass man dann wirklich, dann fängt man nämlich an zu frickeln. Dann kommt es nämlich so, dass man an irgendwelchen Dingen da ewig rumschraubt. Und wenn man eine Nacht drüber schläft und sich das dann nochmal anhört, dann merkt man das, woran man die letzten 3 Stunden gearbeitet hat, das ist sowieso völlig uninteressant und fällt wahrscheinlich ganz raus. Also mit anderen Worten, also
kürzere Produktionszeiten, Pausen eigentlich. Pausen ist eigentlich das Geheimnis. Produzieren ist gar nicht mal so das Ding. Die Pause dazwischen ist wichtig, eigentlich sozusagen. Die Zwischenräume, dann hört man das mit fremden Ohren. Ja. Und dann sind Sachen, fallen einem plötzlich auf, die einem, während man da so drin ist, überhaupt nicht auffallen. Und dann geht irgendwas ruckzuck. Also von daher kann ich immer nur empfehlen, also wirklich immer ein paar Stunden an was arbeiten, dann lieber noch an was Zweites anfangen, als jetzt dann irgendwie durchzuziehen und dann die letzten 8 Stunden eigentlich nur noch 3 Akkorde hin und her geschoben zu haben oder so. Fangt ihr dann irgendwie mit einer Melodie an oder du sagst es schon, du kommst vielleicht mit einer Platte und hast eine Idee? Mit einer Platte hört sich so an, so nach dem Motto. Covern, jetzt, was klauen. Genau, nee, also mit einer Platte ist dann meist irgendwie so ein Sound, irgend so ein Soundschnipsel irgendwie. Also da kommt man mit einer Jimi Hendrix-Platte an und nimmt irgendeinen Schnipsel darauf. So in dem Sinne, nicht im Sinne von, da ist schon eine andere Dance-Platte und dann programmieren wir es nur noch nach oder so. Das jetzt eher nicht. Aber also das kann so ein Soundschnipsel oder ein Beat, eigentlich habe ich heute so erlebt. Ja, genau, stimmt. Ich klopfe immer Beats, aber der Beat kommt dann immer automatisch dazu. Ja. Also mit dem Beat anfangen eigentlich eher selten. Mhm. Aber die meisten guten Sachen, ich kann es auch gar nicht verallgemeinern, oder? Also wir haben eigentlich mit allem Möglichen schon angefangen. Vocals, so sind die sehr wichtig für euch? Macht ihr gerne Vocals? Arbeitet ihr gerne viel mit Vocals? Was würdest du sagen? Neutral, würde ich sagen. Mhm. Also ich finde es eigentlich schon einfach mit Vocals, weil da ist gleich eine klare Perspektive da. Ich finde es eigentlich sozusagen, beim anderen muss man immer viel mehr überlegen, was soll es denn jetzt sein. Beim Vocal ist irgendwie die Perspektive gleich klar. Irgendwie. Da ist dann Vocal und dann... also da habe ich immer das Gefühl, weswegen Hip-Hop häufig auch wirklich originelle Produktionen haben oder so, weil da ist ganz klar so ein Vocal davor und dann kann dahinter alles Mögliche richtig schräge auch passieren. Mhm. Oder so, was häufig bei Techno gar nicht so der Fall ist, weil da nicht so klar ist, was da im Vordergrund ist und dadurch werden die Sachen häufiger dann irgendwie konventioneller. Mhm. Du hast ja auch mit dem Dr. Motte zusammengearbeitet, so macht ihr im Moment noch was zusammen? Wir haben jetzt länger nichts mehr gemacht, aber sagt niemals nie. Also, okay. Afrika Islam. Ja, mit dem haben wir neulich eigentlich ein ziemlich gutes Stück aufgenommen. Das heißt Dancing with the Rebels. Das ist praktisch Tour inspiriert von der Electric Kingdom Tour. Und das ist, glaube ich, ziemlich modern geworden. Also nicht, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es gleich der Pop-Smash ist, aber so wie ich mir eigentlich moderne Tanzmusik im Moment vorstellen würde. Also schon auch ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall. Es ist eine Mischung aus Rock'n'Roll, Elektro, Schranz, Filter, Disco, Hardcore. Ich bin gespannt, die neuen Sachen zu hören. Auf jeden Fall viel Glück dabei. Merci, hier im Studio. Also Leute, kauft euch mal wieder ein paar Platten. Ne? Genau. Ihr wisst ja, egal. Genau. In diesem Sinne jetzt Musik oder irgendwas. Genau, bis später. Falls ihr es letzte Woche verpasst habt, schämt euch. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Golden Beats. Das heißt, ihr könnt 2 Dance-Clips aus alten Zeiten sehen. Ihr müsst einfach nur auf www.onyx.tv gehen und online wählen. Die Gewinner der letzten Woche seht ihr jetzt. Wir sind zurück bei Dance District mit Max quasi Westbam und genau und spielen jetzt unser berühmtes Dance District Wortspiel. Das heißt, Max muss ganz spontan zu den Begriffen, die ich ihm sagen werde, etwas ganz schnell antworten. Freies Assoziieren nennt man das, glaube ich, beim Psychologen oder Musiker. Genau. Oder so, genau. Okay. Ich fange mal an, okay? Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Berlin. Hauptstadt. Marilyn Manson. Hat eine tolle Single gemacht jetzt, finde ich geil. Okay. Downloads? Finde ich ziemlich schlimm. Also 250.000 hatte ich letzte Woche von meiner Single. Also gespoofte. Plus dann nochmal gelungene. Oh, okay. DJ Ötzi? Es wird ja immer schlimmer. Also ich glaube, das war wirklich ein absoluter Tiefpunkt der westlichen Unterhaltung. Dieser McDonald's Kentucky Fried Chicken Sponsor-Hit. Okay. Rausch? Rausch, da gab es glaube ich einen großen Maler, der hieß so, dann gibt es noch den Rausch und den tiefen Rausch. Besonders wenn wir dann da vorne auf der Treppe stehen, dann hast du bestimmt schon diesen ungeheuren tiefen Rausch.
Genau, das stimmt. Da geht es nämlich ziemlich weit runter. Stimmt allerdings. Ich merkte, du hattest dich ziemlich festgehalten noch. Genau, das stimmt. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Mhm. Justin Timberlake. Das finde ich ganz gut. Justin Timberlake, da würde ich vielleicht sogar ein Lied für schreiben, für Justin Timberlake. Okay. Wenn da was Fassendes aus der Feder fließen würde. Nee, da finde ich tatsächlich relativ gute Musik. Und ich meine, kein ganz sensationeller Sänger, aber okay. Ein sehr guter Tänzer. Ja, ne? Toller Performer. Familienfeiern. Familienfeiern? Mhm. Da bin ich demnächst wieder. In einer Woche feiert meine Mutter einen runden Geburtstag. Da bin ich am Start. Aha, okay. Dieter Bohlen? Da fehlt ja nur noch Scooter. Also das sind so große Kunstwerke jenseits von Gut und Böse. Also selbst erschaffene Kunstwerke nenne ich solche Leute. Okay, auch nett ausgedrückt. Aber, ja, nein, auch nicht böse. Also, ich meine, Scooter bin ich jetzt fast ein Fan. Kommt ja. Scooter noch in dieser Befragung? Nee, nicht mehr. Okay. Das nächste Mal. Dieter. Also. Genau. Techno. Techno. Muss ich mal Mühe geben, was auch was Neues zu bringen, meiner Meinung nach. Also es hat sich sehr viel in so Mainstream so niedergelassen. Da gibt es dann so House normal, dann gibt es Techno normal, dann gibt es Trance normal und blablabla. Und ich suche mehr so irgendwie eine Alternative zu diesem Mainstream Dancefloor-Richtung. Okay, dankeschön. Bitteschön. Sehr interessant, sehr informativ. So. Und wir schauen jetzt mal weiter, denn jetzt gibt es wahrscheinlich Musik. Wir stehen hier immer noch an der wunderschönen Spree, haben wundervolles Wetter und wir sehen hier im Hintergrund auch die Studios, die wir gerade schon von innen gesehen haben. Und jetzt würde ich mich ganz gerne mal mit Max unterhalten, wie du eigentlich dazu gekommen bist, Ride On und Like Ice in the Sunshine, deine neue Single, irgendwie zu verbinden. Weil Ride On war ja schon auf deinem Album. Und Like Ice in the Sunshine kennen wir auch. Wie kamst du dazu? Ja, einerseits war es natürlich eine schöne Art, dieses Like Ice in the Sunshine irgendwie so ganz in eine andere Stimmung zu tauchen. Wollten wir gerade auch Ride On rausbringen als Single. Und so ganz DJ-mäßig gedacht, na dann mischt man das doch irgendwie so zusammen. So Bootleg-mäßig. Und, ja, genau, so Bootleg-mäßig praktisch beliebte Melodien des Werbeschaffens quasi zusammen mit irgendwie so härteren Beats. Und ich fand dann gleich auch, dass es irgendwie funktioniert hat und dass man irgendwie eben die Melodie und den Text da hat irgendwie und trotzdem gleich eine völlig andere Atmosphäre. Sehr schöne und sehr interessante Stimme auch, weil wir haben irgendwie in der Redaktion hier alle verschiedene Meinungen, was das für eine Stimme ist, weil ich glaube, es ist ein kleiner Junge. Kann das sein? Nee, das ist eine schwarze Frau. Ach. Ja, tatsächlich. Irgendwie noch verändert oder so? Nee, nicht viel. Also das Einzige, die singt eigentlich mehr so Soul. Aha. Und wir haben dann so ein bisschen herumexperimentiert. Sie hat das auch erst so sehr soulig gesungen, aber dann klang das so ein bisschen wie No Angels. Okay. Also ich wollte den Stimmeffekt nicht unbedingt. Und dann, also es klang eben halt so soulig umspielt, wie man das so kennt. Und dann haben wir gedacht, ja, dann, weil ich wollte es so ein bisschen extremer. Ja. Und dann haben wir das einfach in ihr am höchstmöglichen Lage praktisch daher, sagen, dass es sollte so wirklich so rausgewirkt auf den so letzten. Ja, genau. Und dann möglichst hysterisch, also überdreht. Okay. Und das war der Effekt. Nee, das ist klingt eine Sängerin. Sehr geil. Klingt sehr geil. Und es klingt wirklich, also für mich klang es wie ein kleiner Junge, also wie irgendwie so ein elfjähriger Junge oder so. Ah, ja. Ne? Ja, obwohl, also so, da müsst ihr dann schon, also, weil ich finde schon, das ist irgendwo noch so, irgendwo diese Power am äußersten. Also so einen entschlossenen, jungen in dem Alter Menschen gibt's wahrscheinlich. Also weil das ist schon einigermaßen hysterisch gesungen. Ja. Also, und wie kamt ihr dann so auf die Idee, zu dem Video, bist du auf die Idee gekommen, das ganz anders umzusetzen, wie man sich eigentlich Like Ice in the Sunshine vorstellt? Ja, also genau auch deshalb. Also für mich ist es künstlerisch interessant, eigentlich dadurch jetzt visuell, dass man eben jetzt nicht sagt, hey, jetzt versuchen wir nochmal mit der Werbung Konkurrenz zu machen und irgendwie ein tolles, duftes Video mit Mädels am Strand. Also und dann haben wir gesagt, okay, Mädels am Strand, was wäre denn das genaue Gegenteil? Und da dachten wir irgendwie so eine düstere Szene, nur noch mit Jungs und so. Und dann ist es sehr homosexuell, cruising, düstermäßig mit Lederleuten und so. Das finde ich ganz, ganz lustig. Seitdem werde ich ständig gefragt, ob ich schwul bin, aber hätte ich dich jetzt nicht gefragt. Ja, aber
Also finde ich ja auch lustig als Image. Ja, du sagst ja auch am Anfang in dem Video, der Schmutz kommt in Kübel, da halten wir gegen. Ja, also, genau. Wie kommst du zu dem Statement? Der Schmutz kommt in Kübel. Also das war so eine Sache. Es ging eigentlich damit los, dass der William sagt, ich müsste doch mal so ein Video machen, dann müsste ich doch mal so zeigen, was ich so für ein Typ bin und so. Dann habe ich gesagt, naja, dann mache ich mal so ein Video, da komme ich in den Raum rein, setze mich hin, sage erstmal, mach mal was leiser. Mhm. Und dann fange ich an so zu reden, ich bin so ein Typ, der macht, was er will und blablabla. Und daraus haben wir das dann eigentlich den Text entwickelt und den habe ich zusammengeschrieben mit Reinhard Götz, der ist so ein Schriftsteller. Aha, verstehe. Und der Schmutz kommt ja in Kübeln, da halten wir gegen. Statur, das war vom Reinhard. Und ich glaube, da ging es einfach sozusagen um diese Anti-Power, dass man sozusagen immer ja im Kulturkampf steht und immer sagt, ja, da gibt es ja viel Mist, aber man versucht dagegen zu halten, okay, und was Supermäßiges zu machen. Okay, sehr schöne Aussage, auf jeden Fall. Und kommt auch sehr gut rüber, so wie du das dann auch sagst. Vor allem diese Kunstpause zwischen, ich bin so ein Typ, der macht, was er will. Ja, genau. Weiß, was er will, ne? Das muss genau. Er. Sehr geil. Ganz wichtig. Es gibt jetzt auch bald eine neue Compilation, oder ist die schon draußen? Die? Nee, wir arbeiten noch dran. Okay. Die Electric Kingdom Compilation, die kommt, dürfte noch etwas hin sein. Wir schnibbeln jetzt gerade noch dran herum. Okay. Haben die Stücke gerade lizenziert, viel von uns natürlich dabei und ein paar Fremdlizenzierungen, dann schneiden wir das so mixmäßig zusammen. Okay. Und die Westbam Super DJ Mix Elektropogo 133.3, genau. Die ist schon draußen. Erscheint jetzt praktisch die Tage. Okay. Also, und genau. Was ist da so drauf? Das ist so eigentlich, wir hatten im Frühjahr so eine Compilation Elektropogo, da waren so Stücke drauf. Und jetzt haben wir das praktisch nochmal so von der DJ-Seite aufgezogen. Aha. Das ist jetzt nicht mehr so die Stücke, sondern so ein bisschen, wie ich das verwurstel. Und das ist dann einfach auch so ein bestimmter Style, nicht nur von Punkrock-Techno, sondern auch von so Punkrock-DJing. Also von der Art, wie das so zusammengespielt wird. Und wie deswegen das auch so, der Titel. Genau. Elektropogo Jam 133.3. Okay, sehr cool. Dein Album ist ja auch zuerst in Japan erschienen. Mhm, also dieses Mix-Album. Genau. Ja. Mhm. Wie kam es dazu? Warum zuerst Japan? Weil die Wahrheit ist, die haben mich drauf gebracht, unsere Japaner. Der Takeo Ishino hat ein neues Label gegründet. Aha. Und er wollte jetzt da so ein paar Gäste auftreten lassen. Hat mir die Ehre gegeben, dass ich dort den ersten Release machen sollte, eine Mix-CD. Aha. Und dann, eigentlich ist es so zu dem ganzen Mix gekommen. Da habe ich überlegt, was mache ich denn? Was mache ich denn im Moment eigentlich? Und dann diesen Mix gemacht. Dann dachten wir, warum geben wir nicht eigentlich mal sowas in Deutschland heraus? Also so haben uns die Japaner einfach darauf gebracht, was wir doch schon lange mal in Deutschland machen sollten. Ja. Das ist meine erste Mix-CD, die in Deutschland erscheint. Aha. Ja, dann viel Glück auf jeden Fall. Jetzt haben wir uns sehr lange auch über deinen Clip unterhalten, Ride On Like Ice in the Sunshine. Hier da schauen wir mal rein. Genau, hier der Clip dazu. So, ihr Lieben, das war's leider schon von unserer zweiten Dance District Sendung mit Westbam. Ich muss sagen, er ist wirklich ein total netter, ist total bodenständig und auch noch ein mega Multitalent dazu. Wenn ihr eine von seinen Westbam Super DJ Mix Elektro Pogo Jam 133.3 Compilations gewinnen möchtet, dann schreibt bitte an die unten eingeblendete Adresse. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Umzapft ist die erste. Das ist irgendwie der Flow raus. Nein. Der Flow raus. Ich gleich den Flow raus. Okay. War das richtig? Ja, noch eine bitte und dann bin ich eh tot. Viel Spaß mit deinen Clips. Was war denn das Ende? Dance District.